Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei den ORF 3 Künstlergesprächen. Heute mit Bergsteiger-Legende Reinhold Messner. Ich freue mich sehr. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Es gibt dieses spannende Zitat von Lionel Terray, dass das Bergsteigen die Eroberung des Nutzlosen, die Eroberung des Unnützen ist. Würden Sie sagen, stimmt das? Also das ist eine ideale Zusammenfassung dessen, was wir tun. Es ist wirklich nutzlos, wenn man es unter die Prämisse für die Menschen stellt. Und das ist ja unser Blick auf die Welt. Aber es ist nicht sinnlos. Also das ist ganz wichtig. Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit sind zwei verschiedene Werte. Es kann noch so unnütz sein, aber wir machen es uns sinnvoll, indem wir eben eine bestimmte Wand klettern wollen oder einen bestimmten Stil vorlegen wollen oder ein fernes Ziel erreichen wollen, was auch immer. Und alle Motivationen sind gleich legitim. Es gibt nicht die gute und die schlechte Motivation. Das war beim Bergsteigen lange Zeit nicht so gesehen, aber ich sehe das so. Weil es eben nutzlos ist, ist die ganze Motivationsfrage, die Moralfrage dahingestellt. Sie haben ja im Alter von 42 Jahren alle 14 Achttausender bestiegen. Was haben Sie denn gekonnt, was andere nicht konnten? Kann man das überhaupt sagen? Also ich muss nur sagen, inzwischen hat ein Sherpa, ein Einheimischer, alle 14 Achttausender in 7 Monaten bestiegen. Das ist ganz was anderes. Allerdings mit der heutigen Technologie, der ist mit dem Hubschrauber von Basislager zu Basislager geflogen, nicht immer, hat diese Pisten benutzt, die inzwischen aufgebaut sind. Aber immerhin, westliche Bergsteiger haben das angekündigt, aber nie versucht, sondern sie haben nur drüber nachgedacht. Dieser Sherpa Nirmal Burja hat es einfach gemacht und das hat mir sehr imponiert. Und das ist der große Unterschied zwischen den Erfolgreichen und den weniger Erfolgreichen. Es gab in meiner Zeit sicher bessere Bergsteiger, genialere Kletterer, was auch immer. Aber die hatten nicht die Gabe, es zu wagen. Also ich muss, wenn ich gut vorbereitet bin, wenn ich das beherrsche, früher oder später auch tun, nicht nur ankündigen, nicht nur mögen, wollen, sondern auch tun. Und wenn ich es schaffe zu starten, dann schrumpfen auch die Zweifel und die Ängste. Wir sind alle von Zweifeln und Ängsten mindestens dirigiert, solange wir nur im Vorfeld sind. Wenn wir dann losgegangen sind, dann fallen die Ängste ab, weil wir merken, das geht, es ist machbar. Und wenn es nicht geht, dann scheitert man halt und geht wieder zurück. Ich bin oft zurückgegangen. Das gehört wesentlich mit dazu. Aber vielleicht habe ich auch mehr wie andere davon geträumt, diese großen Berge zu besteigen. Und ich kam schon als sehr erfolgreicher Alpenbergsteiger in den Himalaya. Heute sind die Leute in der Kletterhalle und glauben dann, sie können den Everest über eine neue Route besteigen. Das geht eben nicht. Es braucht sehr viele kleine Schritte, um in Eigenregie und in Eigenverantwortung da hinaufzusteigen. Wenn ich natürlich mich einer Reisegruppe anschließe, die sich den Berg vorhat präparieren lassen und dann 300 Leute parallel auf den Everest hinaufsteigen, ist das eine Form des Tourismus, aber nicht Alpinismus. Sie haben in einem Interview einmal gemeint, dass Sie bis zum 40. Lebensjahr gar nicht sicher gewesen sind, ob Sie überhaupt 40 werden, weil einfach die Gefahr so groß war, zu sterben bei diesen Expeditionen. Wäre das für Sie damals in Ordnung gewesen, so früh zu sterben? Ist das der Preis, den man zahlt dafür? Also wenn wir wirklich sterben, ist das immer in Ordnung. Und ich kann durch Nahtoderlebnisse sagen, dass das sich fallen lassen ins Sterben leichter ist in Grenzsituationen als das Leben weiterschleppen. Also wir haben ja einen Selbsterhaltungstrieb, der bis zuletzt hilft, dass wir nicht sterben. Also sonst würden wir alle sehr viel früher sterben. Früher sind die Menschen in meinem Alter meist schon unter der Erde gewesen. Heute leben wir länger, aber gerade Extrembergsteiger wissen, dass die Gefahr relativ groß ist. Wenn ich die alpine Geschichte kenne und die gehört für mich zur Vorbereitung dazu, dann muss ich zugeben, dass fast die Hälfte der absoluten Spitzenbergsteiger in den letzten 250 Jahren am Berg gestorben sind. Und unter diesem Blickwinkel ist das Ganze ganz schwer zu verteidigen. Also ein Laie, ein Außenstehender wird dem nie folgen. Der wird immer sagen, die sind ja nicht ganz dicht. Die gehen freiwillig dorthin, wo sie umkommen könnten. Absturz, Lawine, Steinschlag, Sauerstoffmangel, Whiteout, also wenn man die Orientierung verliert. Das sind alles Möglichkeiten. Und es sind jeweils die allerbesten umgekommen. Allein in den letzten 5 Jahren 5 von den 10 Besten der Welt, David Lama, Hans-Jörg Auer, Jess Ross Kelly, der Schweizer Ulis Tank
Einer der Eldenbrüder, der am Nanga Parbat eine riesige Überschreitung gemacht hat mit seinem Bruder, ist heuer am K2 ums Leben gekommen. Mhm. Also die Zahl der Verunfallten ist zu hoch, um das Ganze zu rechtfertigen. Ich stehe trotzdem dazu, ich habe das getan. Ich gehöre zu den Glücklichen, die das überlebt haben, aber auch ich hätte umkommen können. Mhm. Nicht häufig, es ist nicht so, dass ich mein Leben in die Waagschale geworfen hätte, aber ich kann an einer Hand abzählen, dass ich ein paar Mal gerade noch überlebt habe. Mhm. Aber bekommt man da irgendwie ein anderes Verhältnis zum Tod, wenn man die ganze Zeit damit so konfrontiert ist? Haben Sie weniger Angst davor jetzt zum Beispiel? Das kann ich nicht messen. Mhm. Aber es ist eindeutig so, wer die Gelegenheit hat, in seinem Leben Nahtoderlebnisse zu haben oder sehr nahe an den Tod heranzukommen, ohne jetzt konkret das Gefühl gehabt zu haben, ich bin beim Sterben, der sieht das Leben ganz anders. Und im tibetischen Totenbuch steht, und ich teile das hundertprozentig, mhm, wer nicht gelernt hat zu sterben, kann nicht intensiv leben. Das heißt, es muss uns bewusst werden, dass unser Leben begrenzt ist. Und indem mein Leben begrenzt ist, und da gibt es keinen Zweifel, für 8 Milliarden Menschen auf der Welt, ist es natürlich viel intensiver, weil ich weiß, ich will mein Leben ausfüllen. Ich drücke mich auch aus mit meinem Leben. Ich bin wie alle anderen auch Künstler. Das heißt, das, was ich mache, ist die Kunst des Überlebens. Für mich ist der Alpinismus die Auseinandersetzung zwischen diesem großen, zeitlosen Berg, der vielleicht 600 Millionen Jahre alt ist, und mir, einem kleinen Männchen, das vielleicht 70 oder 80 Jahre alt wird, eine kulturelle Erscheinung. Mhm. Das ist eine Auseinandersetzung, eine radikale Auseinandersetzung zwischen dem Berg und dem Menschen oder auch dem archaischen Raum generell und dem Menschen. Und angesichts des Todes wird das Leben ja absurd. Und deswegen hat der Reh natürlich recht, wenn er sagt, es ist die Eroberung des Nutzlosen, weil es absurd wird. Aber umso mehr müssen wir Sinn hineinlegen, um dieses Leben eben gestalten zu können. Und wer die Erfahrung gemacht hat, dass der Tod real zum Leben gehört, mhm, mit jeder Phase des Daseins, der wird intensiver leben als ein anderer. Mhm. Würden Sie sagen, wäre das Bergsteigen immer noch so interessant, wenn man danach niemandem davon erzählen würde? Also das ist wieder eine Frage, die ich ja obsolet halte. Blöde Frage. Ich sage nicht eine blöde Frage. Alle starken Erlebnisse wollen erzählt werden. Mhm. Ursprünglich ist man nach einem Abenteuer Odysseus am Feuer zusammengesessen und hat seinem Clan, seiner nächsten Umgebung erzählt, was passiert, mhm, ist. Und alle großen Geschichten, starken Erfahrungen werden weitergegeben. Mhm. Natürlich muss das nicht auf einer großen Bühne sein. Das muss nicht hier in Wien im Stadtsaal sein. Das muss nicht unbedingt im Fernsehen sein. Aber ob ich das 3 Leuten erzähle oder 3 Millionen, ist kein Unterschied. Mhm. Es will aus mir heraus. Sie haben einmal gemeint, dass man auf Berge steigt, um dann zurückzukommen wieder zu den Menschen. Und können Sie das vielleicht beschreiben? Weil ich glaube, dieses Gefühl, dieses Zurückkommen zu den Menschen, das kennt ja im Grunde so gut wie niemand. Wie ist denn das? Wie fühlt sich denn das an? Nun, wenn ich es zurückschaffe aus einer Welt, die ich von vornherein als eine gefährliche, als eine schwierige, archaische Welt empfunden habe, wo ich mich nach meinen Instinkten zusammen, vielleicht mit ein paar Freunden, nach anarchischen Mustern verhalte. Es gibt keinen Gesetzgeber da oben. Die Gesetzgebung ist im Grunde die Natur. Und die Natur ist absichtslos. Mhm. Also die will nichts von uns. Die ist auch nicht böse. Auch das Virus ist nicht böse. Es ist alles absichtslos. Aber wir sind voller Absichten. Deswegen liegt die ganze Verantwortung bei uns. Die Fehler, die wir machen, der Natur gegenüber, macht nur der Mensch und niemand anderer. Und wenn wir zurück sind, heraus aus dieser Gefahrenwelt, dann wissen wir, wir haben wieder volle Spielmöglichkeit, vollen Spielraum. Und deswegen finde ich die Momente des Zurückkommens stärker, mhm, als die Momente am Gipfel oben. Das ist wirklich wie eine Wiedergeburt, zurückzukommen. Wir haben das Leben wieder geschenkt. Wir haben es uns selber diesmal genommen, erobert, erhalten. Also wir werden geboren, dafür können wir nichts. Wir werden in die Welt geschleudert. Aber wir haben dann die Möglichkeit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist wahrscheinlich das stärkste Moment einer Bergtour. Mhm.
und eben nicht der Gipfel. Natürlich ist es schön, in den Dolomiten in der Früh den Sonnenaufgang zu sehen und dann in 2 Stunden zurück zu sein bei der Bahn, Bergbahn, wo ich dann runterfahre. Aber auf einem 8000 Meter hohen Berg in der ganzen Umgebung in den nächsten 50.000 Quadratkilometern kein Mensch. Da bin ich wirklich wie auf einem fernen Stern und wünsche mir nur, dass ich wieder zurückkomme. Ist natürlich für einen Laien wieder nicht verständlich. Die gehen da rauf, monatelange Schinderei und freuen sich dann oben nur wieder zurückzukommen. Ein vernünftiger Mensch wäre gleich unten geblieben. Ich kann mir vorstellen, dass damals ihre Familie, ihre Mutter sicher auch viel Angst um sie hatte bei diesen Expeditionen. War das damals eigentlich eine Kategorie für Sie, vielleicht aus Rücksicht, das doch nicht zu machen? Also meine Mutter hat uns ziehen lassen und das ist der Grund, warum wir selbstständige Menschen geworden sind. Mhm. Also wir waren eine ganz große Familie, 9 Kinder. 2 sind später am Berg gestorben, mein Bruder mit Miriam Nangababa, ein anderer in den Dolomiten vom Blitz erschlagen worden, beim Klettern, auch beim schwierigen Klettern. Wir sind alle geklettert. Und mein jüngerer Bruder und ich wurden dann eine Seilschaft, die extreme Touren gemacht hat, an der damaligen oberen Grenze des Möglichen. Der damaligen Grenze, die hat sich inzwischen weit wieder verschoben. Und wir sind oft um 3 Uhr früh aufgestanden. Die Mutter hat uns noch Frühstück gemacht. Sie wusste nie, ob wir am Abend wiederkommen. Sie wusste, dass wir schwierige Touren machen. 1000 Meter hohe, senkrechte, überhängende Wände. Aber sie hat uns nie aufgehalten. Sie hat uns ziehen lassen, weil sie wusste, dass wir nur selbstständige Persönlichkeiten werden können, wenn wir auch die Möglichkeiten haben, unseren Träumen nachzugehen, unserer Leidenschaft nachzugehen. Sie hat mich dann nur gebeten, nachdem ich alle 8000er bestiegen hatte, das jetzt zu lassen, weil es ja nicht mehr notwendig sei. Und ich habe ja dann ein neues Leben angefangen, habe zu ihrer Lebzeit auch eingehalten, was ich versprochen habe und habe dann eben diese großen Sand- und Eiswüsten durchquert. Und da empfand sie, das ist nicht so gefährlich. Da kann man nicht runterfallen. Da kann man nur hinfallen. Dass da auch Stürme sind und dass man sich verlieren kann und dass das ganz andere Dimensionen sind, hat sie sich im Grunde nicht vorstellen können. Und würden Sie sagen, war sie stolz, so einen berühmten Sohn zu haben? Nein, das glaube ich nicht. Meine Mutter hatte für alle Kinder gleich viel Aufmerksamkeit und gleich viel Anerkennung und auch gleich viel Sorge wie für mich und meinen Bruder. Sie ist auch mit dem Tod meines Bruders zurechtgekommen, obwohl sie noch keine Möglichkeit hatte, im Gegensatz zu meinen Brüdern, meiner Schwester, zum Ort des Geschehens zu reisen. Wir sind ja alle gemeinsam später nach dem Fund der Leiche dorthin gereist und haben vor Ort das greifen und begreifen können, was damals passiert ist. Wenn jemand am Nanga Parbat stirbt, der dann in Europa sitzt, also nicht der oder die, sondern die Eltern sitzen in Europa, die können sich das nicht vorstellen, wenn sie nicht selber erfahrene Bergsteiger sind und vielleicht die ganze Geschichte nachgelesen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass Brüder, Eltern, Frauen, Kinder eines verstorbenen Bergsteigers die Möglichkeit haben, vor Ort nachzuempfinden, was passiert ist, um Abschied nehmen zu können. Wir Menschen haben ein starkes Bedürfnis, die Toten nicht nur zu bestatten, sondern Abschied zu nehmen. Das steckt als ein Naturgesetz in uns drinnen. Alle Kulturen machen das, ganz in verschiedener Weise. Und weil das eben in allen Kulturen so ist, ist es auch eine klare Aussage, dass wir Menschen das brauchen. Jetzt sind Sie heuer 77 geworden und ich habe mich gefragt, hat man eigentlich irgendwann mal genug von den Bergen? Braucht man irgendwann mal Distanz zu diesem Thema oder ist das so die Persönlichkeit, dass man gar nicht drüber nachdenkt, über diese Frage? Nein, ich denke über diese Frage nicht nach, aber ich gehe heute ganz anders zu den Bergen, beschäftige mich auf ganz andere Weise damit. Natürlich, weil ich auch bestimmte Sachen nicht mehr kann. Ich habe schon 69 die schwierigsten Touren gemacht, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe nie mehr so schwierige Klettertouren gemacht wie damals. Durch meine Erfrierungen am Nanga Parbat und den Amputationen habe ich an Fähigkeit des Kletterns verloren. Und mit dem Verlust der Fähigkeit habe ich auch an Begeisterung verloren und bin dann umgesattelt zum Höhenbergsteigen. Und aus dieser Erfahrung, wenn es nicht mehr klappt mit einer Tätigkeit, umzusatteln, sich neu zu erfinden und etwas anderes zu tun, habe ich das ein Leben lang getan. Und am Beginn natürlich in anderen Dimensionen.
größere Räume, aber kleinere Schwierigkeiten, weil der Mensch ungeschickter wird und auch die Schnellkraft nachlässt. Aber er wird ausdauernder und leidensfähiger bis zu einem bestimmten Alter. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Freunden erzählt, dass ich sie treffen werde, und ich habe sie gefragt, was ich sie denn fragen soll. Und es ist dreimal die gleiche Frage gekommen, die ich gar nicht gedacht habe, und zwar: Sind die Haare echt? Die Haare sind echt, ja. Die Haare sind echt. Die Haare waren immer so. Die Haare, wir haben in der Familie einen starken Haarwuchs und sie sind auch nicht gefärbt. Das werde ich mir nicht antun. Was kann man denn vom Bergsteigen über das Leben lernen? Also ich glaube, dass die Erfahrung am Berg klar macht, wie winzig wir sind, wie vergänglich wir sind, aber umgekehrt auch, zu was wir Menschen fähig sind. Also wir zeigen uns selber, zu was wir fähig sind. Das macht nicht stolz, das macht im Grunde respektvoll den Bergen gegenüber, aber es schenkt uns Selbstmächtigkeit. Also nicht nur Selbstbewusstsein, sondern Selbstmächtigkeit. Ein wirklich guter Bergsteiger, der sehr viel erfahren hat, der kritische Situationen überlebt hat, strahlt das auch aus. Und ich glaube, dass ich das von hier bis zur letzten Reihe spüre, wenn da einer sitzt, der wirklich selber ähnliche oder noch stärkere Erfahrungen machen durfte als ich. So hart das ist, wenn einer umkommt, und mir tut das immer leid für die Familie, für die Eltern, für die Kinder, vor allem wenn die Bergsteiger dann Familie und Kinder haben. Aber ich weiß, dass die eben die Erzählung weitergebracht haben, wenn sie es stark erzählen konnten. Lieber Herr Messner, was wünsche ich Ihnen? Kalipe, das ist mein Bergheil. Ich sage nicht Bergheil, das ist mir zu martialisch. Ist zwar ein alter Ausdruck, hat nichts mit dem Dritten Reich zu tun, aber trotzdem ist es mir zu martialisch. In Tibet sagen die Einheimischen, wenn sie uns in die Berge entlassen, hab zum Beispiel in deren Zelten gewohnt, ein paar Tage lang, Kalipe. Das heißt übersetzt immer ruhigen Fußes. Ohne Hetze, ohne Hass, ohne Ehrgeiz, sondern immer ruhigen Fußes. Dann komme ich am weitesten. Heißt auch, dass es nur in winzigen kleinen Schrittchen lernbar ist. Das, was ich getan habe. Dann wünsche ich Ihnen Kalipe und bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön meinerseits.